Wenn Clemens Tönnies Frank Baranowski auf Schalke begrüßt, den Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, dann steht etwas Besonderes an. Heute die Unterzeichnung der Kreditverträge für den zweiten Bauabschnitt des großen Schalker Zukunftsprojektes, das da heißt Ausbau Berger Feld. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung den Weg frei machen für die nächsten 15, 20 Jahre, dass wir Schalke noch weiter im oberen Bereich des europäischen Fußballs etablieren. Noch in diesem Jahr soll Abschnitt 1 beendet sein. 2021 soll es dann so aussehen. Das Gesamtvolumen des zweiten Abschnittes 70 Millionen 56 davon finanziert durch ein Konsortium von 5 Banken unter der Leitung der Sparkasse Gelsenkirchen. Mal wieder ohne Investor, mal wieder aus eigener Kraft. Das ist der Schalker Weg, den wir bei der Arena schon getätigt haben, dass wir uns einfach das Geld geliehen haben, was für Investitionen in Infrastruktur notwendig war. Wenn wir eine Finanzierung haben, wenn wir unser Haus bauen, dann gehen wir zu unserer Hausbank. Das ist schon was Besonderes, dass der FC Schalke das noch so macht. Und ja, ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Das ist ja schon wichtig, dass das, was Schalke macht, am Ende auch Schalke gehört. Nicht irgendein Finanzinvestor, der irgendwo auf den Bahamas sitzt. Und es muss alles hier vor Ort auch am Ende überschaubar sein. Ich sage, die Bagger her, die Kräne aufstellen. Lasst uns weiterbauen an unserer modernen Zukunfts-Schalke. Glück auf!